Hey Leute, sind wir wieder. So, was haben wir heute vor? Schaut mal, wir haben hier Weißkohl, Sauerkraut, Zwiebeln, eine Brühe, Kümmel, Wacholderbeeren, Lorbeerblätter, Paprikapulver, Bacon. Bacon schmeckt alles besser. Jo, Tomatenmark und hier haben wir schön Schweinenacken. Und ich möchte daraus Bigos machen. Ja, ist so ein polnisches Gericht. Ich mache es aber nicht scharf, weil meine Familie mag das nicht so scharf. Gut, wir fangen doch schon mal an. Also seht ihr, den habe ich klein geraspelt. Ne? Ja, dann werden wir uns auch unser Schweinenacken erstmal, denke, ja, erstmal in Scheiben runterschneiden. So. Und dann werden wir uns den auch ein bisschen würfeln. Also ich werde den jetzt noch einmal, ja, so einmal halbieren. Dann mir immer so ein Stückchen hier runterschneiden. So eine Würfelchen. Seht ihr, so die Stärke ungefähr. Und das werden wir dann erstmal schön anbraten in unserem Topf. Hier hinten halt wieder den Dutch Ofen, seht ihr, der ist schon am Vorheizen, ist schon Butter drin. Jo, und wie gesagt, dann brate ich es erstmal an, dann nehme ich das Fleisch wieder raus, dann mache ich die Zwiebeln und die Gewürze alle schon drin. Oder nee, zuerst mal den Bacon. Genau, ich mache erst den Bacon und dann die Zwiebeln. So, dann die Zwiebeln mit zu, Tomatenmark mit drin und dann gebe ich nach und nach diesen Weißkraut mit zu, Sauerkraut mit zu, das braten wir alles schön ein bisschen mit an. Jo, gut, also wie gesagt, ich schneide das Fleisch weiter und dann sehen wir uns wieder. Macht's gut. Ach Mensch Leute, ich hab was vergessen, meine Frau hat mich daran erinnert. Solltest du doch zeigen, dass du das Fleisch würzt. Ja, ich würze das vorher, also das ist mein eigener Rub. Da ist Paprikapulver drin, Knoblauch, Zwiebelgranulat und so was. Halt so ein bisschen, aber da könnt ihr den Rub nehmen, den ihr möchtet. Ja, wie gesagt, ein bisschen anwürzen, drücken und dann wächst anbraten. Ich zeig's euch dann nachher nochmal, wenn es angebraten ist. Ja, und dann machen wir den Bacon, den schneiden wir uns auch ein dünnes Streifchen. Zwiebeln schneide ich noch ein bisschen klein. Jo, gut, aber das brauche ich euch, denke ich, mal nicht zeigen, wie das klein schneidet. Das könnt ihr alleine. Wisst ihr, wie das funktioniert. Gut, würde sagen, so noch ein bisschen und dann wird es anbraten. Und dann zeige ich euch nochmal, wenn fertig ist. Das Fleisch und dann machen wir weiter. Also bis später. Macht das gut. So Leute, schaut mal, jetzt haben wir das Fleisch schön angebraten, also schön scharf angebraten. Seht ihr, den Bacon habe ich schon klein geschnitten. So, die werden wir jetzt auch schön in den Braten, das erstmal noch schön mit anbraten. Ja, das bringt natürlich nochmal richtig Bums drin. Jo, danach mache ich die Zwiebeln, die werde ich dann auch schön anrösten. Ja, dann nehme ich den Weißkraut, wie gesagt, nach und nach zu. Die ganzen Gewürze. So, dann zeige ich euch, wenn ich alles drin habe, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Gut, also, macht es mal später. Leute, schaut mal, jetzt habe ich die Zwiebeln schön angeschwitzt, Tomatenmark dazu. Da gebe ich jetzt noch die ganzen Würze mit zu, die ich brauche. So, und dann werden wir die ganze Sache immer so nach und nach mit ein bisschen Weißkohl auffüllen. Das wir dann schon mit anbraten schön. Ja, ich denke, ich werde nicht alles brauchen, aber wie gesagt, die genaue Beschreibung wie immer unter dem Video. Und mein Rezept. Ja, denke erstmal so. Genügt uns das. Gut, also wie gesagt, ich fülle jetzt auf. Danach kommt der Sauerkraut mit zu. Achso, was ich noch gemacht habe, schaut mal, ich habe die Gewürze, die Lorbeerblätter und Piment halt in so einem Teesieb drin gemacht. Kümmel geben wir auch gleich mit zu, weil ihr wisst ja, Kohl und so, ne? Rächt sich sonst immer. Gut, also wie gesagt, ich mache es jetzt soweit fertig. Den Rest brauche ich euch nicht zeigen. Mache jetzt alles nach und nach dazugeben. Dann werden wir mit Brühe auffüllen und dann schön köcheln lassen. Ja, und dann sehen wir uns wieder, wenn es fertig ist. Also, macht das erstmal gut. Bis später. Schaut mal, Bigos ist fertig. So sieht er aus. Sieht nicht traumhaft aus. So, hier haben wir noch den Teesieb. Den nehmen wir gleich raus. Gut, dann schaut mal, hier drüben habe ich schon Teller fertig gemacht. Kosten müssen wir natürlich auch. Jo, dann werden wir auch mal anfangen. Nehmen wir schöne Kartoffeln zu. Fleisch und Sauerkraut und Kohl ist ja alles bei. Oh Leute, ist ja lecker. Und heiß. Trauma. Also Leute, wenn euch das Video gefällt, macht das mal nach. Wie gesagt, Rezept schreibe ich euch auch da unten drin. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht das gut. Der Balkon sogar.